Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Trine 2 Angriff der Goblins. Und nachdem wir letztes Mal aus diesem blöden Sandwurm entkommen sind, sind wir jetzt hier irgendwo im Nirvana gelandet. So sieht das jedenfalls aus. Aber es schneit. Das ist wenigstens eine schöne Sache. So, erstmal die Erfahrung hier oben holen. Und am Ende der letzten Folge hatten wir ja auch eine kleine Zwischensequenz, wo wir die Goblins gehört haben, dass sie, hallo, eine Waffe haben, mit denen sie die Menschen vernichten wollen. Das können wir natürlich zulassen. Au. Haut er uns mit seiner Kanone hier. Können wir hier hoch? Ja, können wir, aber das bringt uns nichts. Das können wir natürlich nicht zulassen, dass die Goblins einfach die Menschen vernichten. Der fliegende Workshop. Okay. Ach, wir haben es hier hochgeschafft. Sehr schön. Seht ihr das Schild? Wenn wir fliegen könnten, könnten wir zu den Wolkeninseln. Aber wir müssen Margaret finden, sonst töten sie sie. Wir wären trotzdem schneller. Mir kommt das merkwürdig vor. Ohne Flügel oder Magie zu fliegen, ist einfach wieder natürlich. Ah ja, er beschwert sich darüber, dass ohne Flügel oder Magie zu fliegen wieder natürlich wäre. Aber mit Flügeln und Magie ist es natürlich nicht wieder natürlich, ne? Pontius und seine komischen Ansichten. Nein, so klappt das nicht. So, können wir uns da vielleicht drauf schwingen, das wäre nett. So, vielleicht. Die drei Erfahrungen lasse ich mir doch nicht entgehen. Nein. Okay, da muss es etwas anders gehen. Erstmal kurz hier Lebenspunkte aufladen. So, da hoch. Und Gleitflug. So, so und so. Genau, so können wir es auch machen. So, und dann darf er auch die Kisten aus dem Weg räumen. Die brauchen wir nämlich im Augenblick eh nicht mehr. Da unten ist... Oh, da ist unser Würmfreund, der uns in die Wüste vertrachtet hat. Und da ist noch einer. Hallo. Seid ihr nett? Oder wollt ihr uns gleich in Stücke hacken? Nein. Scheinbar noch nicht. Oder auch doch. Ja, da schien jedenfalls das vorzuhaben. Da stirbt. So, jetzt ist er tot. Hoffe ich mal. Und seine Erfahrung haben wir auch gleich eingesackt. So, weg mit der Kiste. Die brauchen wir nicht mehr. Ja toll, was bringt uns das hier jetzt? Außer, dass wir damit den Weg wohl weiter öffnen können. Wow. Na, das ist nicht so beabsichtigt gewesen. Ich würde mal sagen, da unten ist der Tod. So, die Luke aufmachen. Dann kommen wir auch hier dran. Oh, neues Level up. Ein Punkt. Sturmhammer werfen. Machen wir mal das, oder? Nee, anstürmen. So. Den da holen. Und dann holen wir uns noch den da drüben. Ich will runter. Okay, ich glaube, ich werde gleich sterben.
Ja. Aber ist egal, hier müsste doch gleich der Raum Wiederbelebungsdinger gewesen sein, oder? Ja, genau. Dankeschön. Ja, so kann man es einfacher machen. Da war ja eine Speergrube und darüber. So, genau. So ist gut. Ach ja, sowas gibt es ja auch noch. Riesenräder. Und neue Erfahrung für uns. Hey, bleibst du da? Die andere ist noch da drauf. Okay. Sind wir auch. Und jetzt. Nein, ich gegen das Gewicht schießen. Okay, dann machen wir es halt anders. So. So kommen wir auch an Erfahrung an. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie das Ding aufkriegen, wahrscheinlich. Reicht es dazu, das Rad anzuhalten? Nö, das können wir gleich anhalten. Okay, da unten können wir vielleicht was freischalten. Mal gucken, können wir einfach ins Wasser schießen. Ja, können wir, aber der Pfeil geht aus. Und er kann auch im Wasser nicht zuschlagen. Okay, Eispfeil ums wechseln. Und ein paar Eisschollen herbeirufen. Nein, das klappt so auch nicht wirklich. Irgendwie müssen wir das Ding blockieren. Das Gewicht da können wir leider nicht irgendwie abmontieren, oder? Indem wir auf die vergoldeten Dinger schießen. Ne, sieht nicht so aus. Nein, so schießen wir nur durch. Okay. Und festhalten können wir uns dran auch nicht. Also, wie kommen wir hier jetzt weiter? Ist eine gute Frage. Nein, ich will hier hoch. Oh, da oben ist sogar noch was. Okay, und weiter. Etwas zu magnetisieren bringt uns hier leider nichts. Auch wenn das jetzt da dran fest... Wow. Habt. Ah, doch, das bringt uns was. Fast. Haha, genau. Sehr schön. Nein, die wollte ich nicht. Ich wollte den Eisfeil haben. So. Und dann hier hoch. Genau. Ha. Oh. Wenn wir hier drauf schießen, kommt eine Bombe runter. Hä? Ja, fliegt in die Luft. Und der Hebel öffnet einfach die Tür, oder? Mist, die Tür klemmt.
Mhm. Was grummelt da? Ist das nicht dein Magen? Ich glaube, der Stein lebt. Ja, das tut er. Au. Geh, fliege in die Luft. Gut. Aua. Komm, bleib da. Nein. Du bist kein netter Riese. Okay, ich kann dich doch einfach so vermögen, ne? Jetzt werde ich von ihm auch noch gegessen. Okay, so geht's auch. Komm. Und das war's schon. Hey, und die Tür geht auf. Ja. Mal wieder so ein Rätsel hier. Ich hätte zuerst, glaube ich... Und jetzt? Wie komme ich da hoch? Ich glaube, ich soll erst einmal zurückgehen und meine Kameraden, meine Gefallenen wiederbeleben. So. Eine Kiste, damit ich da hochhüpfen kann. Gut. Hoch und hoch. So, geschafft. Ah, mal wieder eine Windkanone. Die will ich wahrscheinlich nicht darüber lässt. Hä? Erstmal das da wegschießen. So. Nochmal. Oh, ein Secret. Mich da festhalten, danke. Mist. Ja. Okay, erst einmal diese Kanone umstellen, so. Hoch, hoch, rüber, so. Ah, da muss ich aufschießen, oder? Nö, auch nicht. Kann ich hier irgendwie... Nein, ich will was Größeres. So, danke. Komm schon, du hast es noch drauf. So. Ja, was auch immer du da gerade treibst, aber Deus, es ist falsch. So, genau. Nein. Will ich schon so haben. Genau. Ah, große Fiole gekriegt und noch einige kleine. Und dann liegt da oben, komme ich auch noch ran irgendwie. Ja, okay, die eine wenigstens habe ich gekriegt. Ah,
Tipp. Na, das war nicht richtig. Egal, das Große lassen wir jetzt mal da, wo es ist. Können wir das hier aufbauen? Nein. Okay. Dann muss es wohl wieder so gehen. Hüpfen. Und nächster Save Point. Und an diesem Save Point mache ich erst einmal einen Cut. Also bis gleich.